Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite schon fast am Ende des heutigen Tages herzliches Willkommen. Ist ein bisschen komisch, wenn man so gegen Ende der Veranstaltung dann mit dem, so heißt das bei mir in der Vorbereitung, wirklich Grußwort beginnen soll. Also ich begrüße jedenfalls alle ganz herzlich und hoffe, Sie hatten schon einen schönen Tag. Ich sage ganz ehrlich, ich bin, Sie haben es eben gerade gesagt, so Höhepunkt des Tages oder so, ne? Da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, allein die Tatsache, ja, dass wir in einem Raum sitzen und nicht nur auf dem Computerbildschirm gucken müssen und irgendwie virtuelle Konferenzen veranstalten, sondern mit richtigen Menschen wieder zusammensetzen können, die ist schon mal ein Wert an sich. Und ich bin wirklich froh, dass wir in diesem Jahr diese Konferenzen noch wieder durchführen können, auch die Preise wieder richtig vergeben müssen und nicht bei uns im Brandenburg-Saal so eine virtuelle Übergabe. So, und ich würde sagen, dann legen wir los. Einer dieser Ehrenamtlichen, die Sie ja hervorgehoben haben, ist Professor Dr. Sascha Rohn, der schon ganz pflichtgemäß hier ans Pult tritt von der TU Berlin. Er war Teil der sechsköpfigen Jury, ist Leiter des Fachgebiets Lebensmittelchemie und Analytik im Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie. Bitte schön. Das ist richtig. Vielen Dank für die Einführung. Wir haben jetzt schon viel gehört und tatsächlich meine Laudatio umfasst ganz viele Schlagworte, die wir eben schon überall gehört haben. Die Landwirtschaft, um die es heute sehr intensiv ging, ist ja ein wesentliches Glied eben der Wertschöpfungskette. Und das bedeutet aber auch in Zukunft, dass natürlich die Erwartung des Verbrauchers immer intensiver wird. Auf die Landwirtschaft wird deutlich mehr geguckt werden in Zukunft. Und die Innovation, ich muss es sagen, die ist ganz toll, weil sie kommt eigentlich auch in einem Themenfeld vor, was nicht selten ist. Und zwar in Milchviehbetrieben hat man es so, dass Milch oft nicht genutzt werden kann, weil die Kühe auch mal krank werden. Und entsprechend zeichnen wir eigentlich etwas aus, was vielleicht ein Paradebeispiel ist für so ein Ding in der modernen Landwirtschaft. Wir haben eine automatische Gesundheitskontrolle, wir haben eine Digitalisierung, wir haben die Lebensmittelsicherheit, wir haben die Produktoptimierung, wir haben das Tierwohl und wir haben den zielgerichteten Personaleinsatz. Und das hat die Jury überzeugt, dass wir das System für preiswürdig erachtet haben und heute auszeichnen möchten. Vielen Dank. Lars Abraham, Sie sind der einzige Gewinner und Preisträger in diesem Jahr. Damit soll hier niemand entmutigt werden, ja? Wir wertschätzen alle anderen auch und wollen Sie überhaupt nicht entmutigen, im Gegenteil. Aber ich bitte Sie dann doch mal nach vorne zu kommen. Lars Abraham von Brocknowskis. Henrik Fischer. Professor Roth, vielen Dank für Ihre wunderbare Laudatio. So, Lars Abraham, jetzt müssen Sie eine Danksagung hier aufs Parkett legen. Dann dürfen Sie mal loslegen. Herzlichen Dank an alle Unterstützer, nicht nur die Jury natürlich, sondern auch an die Möglichkeiten, die wir hier im Land Brandenburg hatten und ausdrücklich auch an alle Partner, weil das ist ja nicht immer nur eine Einzelleistung, sondern das ist ein Team, Mitarbeiter, die dahinter stehen, auch viele externe Partner, die mit uns zusammengearbeitet haben. Auch Landwirte, die uns sehr früh ihr Vertrauen geschenkt haben, mit dem System sozusagen auf ihre Höfe zu gehen. Und ja, einfach, dass man diese Infrastruktur und die Möglichkeiten hat. Das ist wirklich einzigartig. Und ja, herzlichen Dank. Knackig. Sie bleiben jetzt hier. Vielleicht gehen Sie einfach einen Schritt, weil ich würde gerne noch zwei, drei Fragen an Sie loswerden, bevor wir nachher zum Gruppenfoto kommen. Und Sie haben es schon angedeutet, im Prinzip durch die positive Resonanz der Nutzer und der Verbraucher kommen ja wieder neue Ideen. Was heißt das für euch, für eure Zukunft? Was plant ihr da? Gibt es dann bald den Fitnesstracker fürs Schaf, für die Ziege, fürs Huhn? Keine Ahnung. Weniger eigentlich für andere Tierarten, sondern eher vielmehr die Stichworte Vernetzung. Das heißt, man ist sozusagen mit diesem Pansen so jetzt in der Kuh und man schaut sich dann natürlich an, was laufen für Prozesse drumherum. Das heißt, man integriert immer mehr Daten, Stallklimasensoren, Detektion von Hitzestress, die ganzen Thematiken rund um Tierwohl, wie kann man das reinbringen? Wir sprechen oft über Rückverfolgbarkeiten, Traceability. Da gibt es so viele Themen, die man um dieses aufbaut. Und da ist es eben die Regel auch mit den drei Parametern: Je mehr Daten ich habe, desto besser bin ich in der Früherkennung, desto mehr Auffälligkeiten und Thematen kann ich erkennen. Und da spielt letztlich in der Zukunft die Musik. Da wird noch viel passieren. Also an Ideen fehlt es nicht und an Herausforderungen und Plänen. Ja. Lars Abraham, vielen herzlichen Dank. Ich würde mal sagen, Sie sind nicht allein da, oder? Da sind doch noch Genau. mehr von Drognostics. Ja. Also der Beifall gilt auch Ihnen und euch. Ja, herzlichen Glückwunsch.